Yo, 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 yo. Die sind super lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kleinkinder-Let's Play. Genauer gesagt zu Sagomini Bote. Wir werden mit dem Hund ein neues, tolles Abenteuer erleben. Und werden uns erst einmal einen Bewohner raussuchen, den wir als nächstes besuchen werden. Wie wär's mit der Katze? Ganz genau, die besuchen wir jetzt. Dann mal los. Dazu müssen wir einige Gegenstände in unseren Koffer einpacken. Was wäre denn wichtig für eine Bootstour? Natürlich eine Sonnenbrille und eine Weste. Wie wär's mit einem Teddy zum Kuscheln? Ein Knochen für den Hund. Socken vielleicht? Frische Socken sind immer gut. Und ein Mantel. Ganz genau. Eine Hose? Eine kurze? Ist auch immer ganz gut. Und Sonnencreme, sehr wichtig. Dass wir uns auch vor der Sonne schützen können, wenn sie mal heiß und viel scheint. Und schaut mal, die Piratenmütze wäre super lustig. Die nehmen wir auch mit. Eine Geburtstagstorte? Warum eigentlich nicht? Okay. Und das war's dann wohl. Wir können loslegen. Die Koffer sind gepackt und wir machen uns jetzt auf den Weg in das weite, blaue und wunderschöne Meer. Es kann losgehen. Dann mal los. Uiuiuiuiuiui. Das wird eine schöne Bootsfahrt. Ui. Hoppala. Da ist der Hund doch glatt unter Wasser gelandet. Und die Ananas, schaut mal. Die nehmen wir gleich mal mit. Wer weiß, was sie damit noch alles anfangen werden. Und wieder Tauchstation. Hoppala. Schaut mal, hier unten gibt es auch einiges zu entdecken. Das wird eine lustige und sehr interessante Bootsfahrt. Das nehmen wir mit. Eine Kokosnuss. Super. Und hier kommt direkt mal der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Let's Play toll findet und noch weitere Kleinkinder-Let's Plays sehen möchtet. Dann werde ich gerne für euch einige neue vorbereiten. Oh weia, Vorsicht, hier ist ein Strudel. Wow. Direkt nach oben geschleudert. Oh weia. Achtung, Achtung, schnell weg. Uiuiui. Das ging gerade nochmal gut, mein lieber Hund. So, die 9 haben wir gerade gesehen. Je kleiner die Zahl wird, desto eher sind wir am Ziel. Schaut mal. Krabben, die sind ja süß. Hey, da drüben auf der Insel, da ist ein Eisverkäufer. Sollen wir ihn kurz besuchen? Hallöchen, hast du Eis für uns? Oh, so viele verschiedene Sorten. Hier, das Schoko-Minze-Eis sieht lecker aus. Und wie ist es mit diesem bunten Fruchteis? Oder das Vanilleeis? Das sieht auch lecker aus. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf unser Boot. Schade, es ist leider ein Eis im Wasser gelandet. Tut mir leid. Aber kann mal passieren. Danke für das leckere Eis und bis zum nächsten Mal. Schaut mal, da ist ein Muffin. Den nehmen wir auch direkt mit. Und eine Kokosnuss, eine Ananas. Obst und Gemüse sind immer gut. Sollen wir mal sehen, ob wir unter Wasser noch irgendetwas finden? Man kann ja nie wissen. Lasst uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Huiuiui. Die Wellen sind manchmal ziemlich stark. Da hinten, seht ihr im Hintergrund am Horizont? Da ist ein großes Schiff. Und schaut mal, ich glaube, da oben sind Luftballons. Hui. Die werden wir gleich zerplatzen. Und weiter geht's. Sehen, was wir unter Wasser noch finden können. Huch, schaut mal. Seht ihr diese Statuen? Mit den Gesichtern? Die machen Musik, hört mal. Yo, 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 yo. Die sind super lustig. Dankeschön, es war lustig mit euch, Steinis. Schnell weiter, der Hund sogar, der freut sich auch. Ist natürlich klar. Und unter Wasser finden wir vielleicht noch mehr. Oh, hallo, wer ist denn da drüben? Hallihallo. Sind Sie ein Eskimo? Sind Sie ein Yeti? Wer sind Sie? Hier, haben Sie ein Geschenk. Oh, wow, eine Sonnenbrille. Wow. Die steht Ihnen richtig gut. Bis zum nächsten Mal.
Brumm, brumm, weiter geht's mit dem Boot. So, ein Eis. Eis ist immer gut, nehmen wir gerne mit. Wir schippern und schippern und schippern. Und gleich gehen wir nochmal in Tauchstation. Oh, schaut mal. Das sieht aus wie ein UFO. Und UFO steht für unbekanntes Flugobjekt. Ich frage mich, wie das wohl unter Wasser gekommen ist. Na gut. Schnell weiter. Und da oben ist wieder ein Luftballon. Noch einer. Habt ihr den gesehen? Hallihallo. Und zerplatzt. Luftballons sind so lustig. Oh, schaut mal. Hier scheint eine große Qualle zu sein. Hallo, Quali. Wir müssen weiter. Aber schön, dich gesehen zu haben. Hat mich sehr gefreut. Und wir genießen wieder die Atmosphäre. Eine Kokosnuss. Auch das nehmen wir gerne mit. Wir sind jetzt auch gleich am Ziel. Schaut mal, ein Pirat. Hallihallo, Pirat. Was hast du denn da in deiner Schatztruhe? Ein Kristall. Arr, du bist aber lustig. Und zwei Säbel. Und eine Krone, wow. Schaut mal, die würde mir doch stehen, oder? Na gut, wir wollen dir nicht alles wegnehmen. Ein paar Sachen gehören auch dir. Danke, dass du mit uns geteilt hast. Wir teilen gerne mit Freunden. Aber jetzt müssen wir weiter. Das ist ein schönes Andenken an den tollen Tag, die Krone, die wir hier haben. Richtig toll. Vielleicht können wir sie unserer Freundin, der Katze, schenken. Die wird sich bestimmt freuen. Wuhi! Wow. Und jetzt sind wir hier am Ziel angekommen. Das sieht klasse aus. Da ist die Insel. Wir haben es geschafft. Schaut mal, da ist die Katze. Sie wartet bereits auf uns. Hallihallo, wir kommen dich besuchen. Oh weia, das ist ein echt lustiges Foto. Das haben wir super gemacht. Ein Kleinkinder-Let's Play. Und heute in Folge 2 geht es weiter und wir besuchen ein weiteres Tier. Wie wäre es denn links oben vielleicht mit dem Biber? Oder? Was meint ihr? Den könnten wir doch mal besuchen. Oder ist es eine Art Maus? Okay, was brauchen wir alles? Natürlich eine Zahnbürste, etwas zum Anziehen, hier ein Mantel, ein Teddy zum Kuscheln für unsere große Reise, eine kurze Hose, ein Lenkrad, wenn man das so sagen darf, ein Steuerrad für das Boot, ein Knochen, unser Haustier, ein Goldfisch, vielleicht zum Fotos machen noch eine Kamera. Schwimmflossen sind ganz schön, wenn wir tauchen gehen wollen oder schnorcheln. Ein Hotdog zum Essen. Und dann nehmen wir noch hier etwas zum Anziehen mit. Und dann die Schwimmweste noch. Und dann sind wir eigentlich bereit, oder was meint ihr? Dann mal los mit dem Hund. Wir freuen uns, das Abenteuer kann starten. So, Achtung. Wir werden jetzt noch die letzten Vorbereitungen treffen und es kann losgehen. Wir sind auf dem Schiff. So, der Motor ist eingeschaltet und wir können los. Uiuiuiuiui. Das wird lustig. Okay, hier. Vorsicht. Hier scheint einiges zu sein. Uiuiui. Oh, das sind aber süße Krabben. Seht her, die machen sogar Musik. Die sind ja lustig, die sind ulkig. Oh, wer ist denn da oben? Schaut mal. Da ist jemand, der auf einer Wolke reitet. Und versucht, mit einem Paddel voranzukommen. Der ist ja lustig. Meine Lieben, hier kommt auch noch der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr dieses Let's Play toll findet und noch weitere Kleinkinderfolgen sehen möchtet. Uiuiui. Oh, schaut mal, hier ist aber sehr viel Seetang. Oder besser gesagt Seegras. Hier ist einiges im Wasser zu sehen. Oh, schaut mal, den kennen wir doch bereits aus der letzten Folge. Hallihallo. Na, wie geht es Ihnen? Diesmal nehme ich das Geschenk mit. Na gut, ich möchte mal nicht so sein. Hier, bitteschön. Ich teile gerne. Wow, wieder eine Sonnenbrille. Steht Ihnen wirklich sehr, sehr gut. Wollen Sie noch einen Muffin? Nee, das wollte er anscheinend nicht. Okay, aber wir haben immerhin noch einen Rettungsreifen, einen Rettungsschirm.
Beziehungsweise ein Reifen. Das stimmt wohl eher. So, das nehmen wir auch mit. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind ein... Wow, wir fliegen jetzt. Uiuiui. Und jetzt geht es wieder unter Wasser weiter. Da oben ist ein Luftballon. Habt ihr ihn gesehen? Der ist direkt zerplatzt, als wir ihn angetippt haben. So, mal sehen, ob wir unter Wasser noch etwas finden. Nee, da war leider nichts. Na gut. Hier ist... Wow. Hier ist aber ein lustiges Geschöpf unter Wasser zu finden. Okay. Dann mal weiter. Da ist ein Muffin. Den brauchen wir nicht. Oh, schaut mal. Das ist aber eine große Insel. Eine Insel voller Ananas. Und zack. Und die 3 und 4 und 5. Wir haben jede Ananas mitgenommen. Da würde ich sagen, wir können wieder los, oder? Aber eine essen wir direkt. Hm? Ananas sind super lecker und sehr gesund. Ah, der Hund kann es wieder kaum erwarten und muss natürlich sofort jede Ananas, die er gerade erst eingesammelt hat, sofort essen. Na gut. Und schaut mal, da drüben sind wieder neue Ananas auf der Insel. Und hier haben wir ein Fernrohr. Aber das nehmen wir mal nicht mit. Uiuiui. Oh, schaut mal. Ein Android. Man könnte auch sagen, ein Roboter. Den nehmen wir mit. Und er trägt sogar eine schwarze Sonnenbrille. Das sieht ja lustig aus. Uiuiui. Oh, schaut mal. Die Steine kämen doch auch noch. Die machen so lustige Musik. Mit ihrer Stimme. Sagt doch alle mal was. Ihr seid so lustig. Sogar der Hund freut sich. Habt ihr das gesehen? Also, bis zum nächsten Mal. Ah, das ist immer wieder schön, so ein kleines Abenteuer auf seinem kleinen, lustigen Boot zu erleben. Oh, ein Eisverkäufer. Und noch ein Android. Hallöchen, Herr Eisverkäufer. Schauen Sie mal. Den Androiden schenke ich Ihnen. Oh, schon wieder ist ein Eis im Wasser gelandet. Hey, nicht so schnell. Na hoppla, jetzt landet etwas Eis im Wasser. Wahrscheinlich freut er sich, weil wir ihm einen Androiden geschenkt haben. Aber was macht er jetzt bloß mit dem ganzen Eis? Och Mensch. Lieber Herr Tentakel, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen Eis geben? Aber nicht zu viel. Also, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß mit dem Androiden. Das Eis nehmen wir dann doch lieber gleich. Oh, eine Flaschenpost. Die nehmen wir mit. Oder schmeißen sie auch direkt wieder ins Wasser. Irgendjemand wird sie finden und den Brief in dieser Flaschenpost lesen. Hallo Krabbis. Diese süßen Krabben, die machen echt lustige Musik. Oh, Möwen, schaut mal. Die sehen ja toll aus. Hey, wartet auf mich. Oh, schaut mal. Wir haben es geschafft, wir sind am Ziel. Unser langen und großen Reise. Wir sind irgendwo am Nordpol. Schaut mal, da sind Pinguine. Und da ist der Biber. Oder eine Maus? Was könnte das für ein Tier sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, du frierst ja. Ich hoffe, es geht dir trotzdem gut. Hallihallo. Ein Let's Play für Kleinkinder. Heute geht es weiter mit dem Hund und wir erreichen eine neue Insel. Wen wollen wir denn heute besuchen? Vielleicht den Hasen? Der freut sich schon. Sehr toll. So, was packen wir ein für unsere große Reise? Ein Steuerrad für das Boot. Eine Karte, damit wir wissen, wie wir zum Hasen kommen. Frische Socken sind auch wichtig. Ein Knochen für den Hund. Eine Unterhose. Eine kurze Hose. Unser Haustier. Eine Schwimmweste. Ein Mantel. Ein Matrosenshirt, ein Hotdog zum Essen, ein paar Schwimmflossen zum Schwimmen und natürlich, damit wir Fotos machen können, auch eine Kamera. Die Sonnenbrille brauchen wir nicht. Dann mal los! Wir sind auf jeden Fall bereit und können es kaum erwarten, wieder auf hoher See unterwegs zu sein. Los geht's mit dem Hund quer übers Wasser! Direkt am Horizont kann man ein großes Schiff erkennen. Oh, eine Kokosnuss. Die nehmen wir mit. Guten Appetit, lieber Hund.
Ja, Kokosnüsse sind wirklich lecker. Oh, die Wellen sind ziemlich hoch hier. Obwohl demnächst ein Unwetter kommt. Oh, da oben. War da etwas? Oh, ein Luftballon. Upsala. Zerplatzt. Und eine Möwe. Hallihallo. So, wir sind jetzt unter Wasser. Uiuiuiuiui. Und Seegras. Schnell hoch, wir brauchen Sauerstoff. Wir müssen wieder atmen. Das können wir unter Wasser natürlich nicht. Das können nur Meeresbewohner, wie Fische. Uiuiui. Und, finden wir noch etwas unter Wasser? Hier kommt auf jeden Fall der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr das Video toll findet und noch weitere Kleinkinder-Let's Plays sehen möchtet. Oh, wer ist denn das? Hallihallo. Schau mal, ich habe ein Geschenk für dich. Magst du das mal auspacken? Oder soll ich es mitnehmen? Nein. Du möchtest es, oder? Komm, pack's doch mal aus. Schau mal, was du da drin findest. Oh, oh. Bienen. Boah, Hilfe. Versteck dich bloß. Tut mir leid, das war nicht böse gemeint. Wir wussten nicht, dass Bienen in diesem Paket sind. Oh, er versteckt sich da hinten. Seht ihr das? Der Arme. Oh, Krabben. Kleine Krebse. Die waren ja süß. Ein Fernrohr und eine Flaschenpost. Sollen wir beides mitnehmen? Die Flaschenpost können wir einfach mal weiter ins Wasser werfen. Ich hoffe, irgendjemand findet sie. So. Und weiter geht es. Noch eine Flaschenpost. Und ein Android. Den haben wir ja schon in der letzten Folge mal gefunden. Wisst ihr das noch? Die Flaschenpost nehmen wir mit und werfen sie später nachher ins Wasser. Hui! Wir genießen die tolle Atmosphäre hier. Oh, noch ein Luftballon in der Farbe grün. Sehr toll. Und weitere Krebse. Oh, schaut mal, was sind das für lustige Geschöpfe? Ihr seid ja putzig. Oh, schaut mal, oben scheint ein Unwetter zu sein. Ein Unwetter ist gekommen. Es blitzt und donnert. Und es regnet auch noch. Und auch der Wolkenmann ist unterwegs. Hallihallo. Wir schweben kurz vorbei, aber landen direkt wieder im Wasser. Wir haben natürlich kein Flugzeug, sondern bloß ein Boot. Und noch eine Flaschenpost. So, ich hoffe, ihr habt keine Angst da unten. Das ist bloß ein Gewitter. Euch passiert nichts. Eine Kokosnuss. Oh, der Hund hat wohl keinen Hunger mehr. Nein, er mag nicht, oder? Magst du? Doch, er mochte doch. Oh, da unten ist eine Schnecke gewesen. Seht ihr das Schneckenhäuschen? Das können wir einfach mal mitnehmen. Jetzt haben wir eine Schnecke. Jetzt haben wir eine Schnecke. Oh, der Eisverkäufer ist da hinten. Wollen wir ihn wieder besuchen? Der wird sich bestimmt freuen. Hallihallo, Herr Eisverkäufer. Haben Sie wieder leckeres Eis für uns? Na dann, ab geht's. Wir nehmen gerne einiges mit. Kein Problem, das Eis gehört dir. Guten Appetit, freut mich, dass es dir schmeckt. Ja, es ist wirklich sehr super. Aber nicht zu viel. So viel können wir nicht essen. Okay, okay, stopp, stopp. Dass er immer so übertreiben muss und das nur, weil er so viele Arme hat. Du bist aber lustig. Aber danke, so viel können wir nicht essen. Ich weiß, du hast nicht so oft Besucher, weil du auf einer kleinen einsamen Insel bist. Aber das reicht. Dankeschön. Dann mal weiter. Der Hund will doch den Hasen besuchen. Und dazu muss er zur anderen Insel kommen. Aber wir kommen gut voran. Eine Kokosnuss. Nein, nein, die wollen wir nicht. Uiuiui. Aber wir können sie ja mitnehmen. Können wir dann auch später essen. Oh, wieder diese lustigen Geschöpfe. Hallihallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Da ist eine Möwe im Wasser. Ob sie wohl schläft? Da ist ein Luftballon. Kriegen wir den noch? Und zerplatzt. Oh, es wird Nacht. Und Nebel steigt auf. Seht her. Und da hinten ist ein großer Leuchtturm. Wow, wirklich eine schöne Atmosphäre. Echt schön hier. Okay, wir gehen weiter. Oh, noch mehr lustige Geschöpfe. Und der Nebel verzieht sich auch wieder so langsam. Und es wird wieder heller draußen. Es war aber eine kurze Nacht.
So ein Fernglas. Und schaut mal, eine große Insel. Voller Kokosnüsse. Na, die nehmen wir mit. Oder essen sie direkt. Okay, dann geht's auch schon weiter. Uiuiui. Ein Schwimmreifen. Den brauchen wir aber nicht. Wir sind ja auch gleich am Ziel, wisst ihr? Wow, das war aber ein Sprung. Oh, schaut mal. Eine Ampel. Ob rot bedeutet, dass wir uns nicht bewegen dürfen? Oh, grün, schnell weiter. Sehr schön. Das ist wie auf der Straße. Bei rot stehen und bei grün gehen. So einfach ist das. Und da ist auch schon das Ziel. Den Schwimmreifen nehmen wir noch mit. Und kommen jetzt zu dem Hasen. Na, der wird sich freuen, uns wiederzusehen. Der lebt hier auf dieser Bauinsel. Hallöchen, Hase. Da bin ich endlich. Na, alles gut bei dir? Schaut mal, wie beide sich freuen. Wow. Das ist ein tolles Bild. Sehr schön gemacht. Abenteuer erleben. Also, heute möchte der Hund seinen letzten Freund besuchen. Und wer fehlt da? Natürlich der Vogel. Den müssen wir als nächstes und als letztes besuchen. Er wohnt in einer großen Stadt. Wir kommen. So, was packen wir alles ein in unseren schönen Koffer? Also, wir brauchen auf jeden Fall frische Socken. Schwimmflossen, falls wir tauchen oder schnorcheln gehen. Ein Badekleid, ein Hut, ein Bademantel, natürlich auch eine Matrosenweste, unser Teddybär zum Kuscheln, ein Mantel, eine Geburtstagstorte, ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht sollten wir davor die Kerzen ausblasen. Eine Zahnbürste, frische Socken und eine kurze Hose vielleicht noch. Dann würde ich sagen, bis auf den Mantel, genau, jetzt haben wir aber alles. Dann können wir auch schon loslegen. Juhu! So, wir befinden uns wieder auf dem großen Meer. Und das Boot wird vorbereitet und wir springen drauf. Dann mal los! Nachdem wir in der letzten Folge den Hasen besucht haben, in der vorletzten den Biber oder die Maus und an der ersten Folge eine Katze, können wir jetzt unseren letzten Freund besuchen. Und ich freue mich schon, den Vogel wiederzusehen. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und wahre Freundschaft hält natürlich für immer. Oh, ein Android. Sollen wir den mitnehmen? Komm, den nehmen wir mit. Und hier sind Luftballons. So, schnell weiter. Mal sehen, was wir unter Wasser noch entdecken werden. Anscheinend gar nicht mehr so viel. Und? Hier kommt Nebel auf. Hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch weitere Kleinkinder-Let's Plays sehen möchtet. Übrigens war der Leuchtturm gerade ziemlich schön. Den haben wir auch in der letzten Folge gesehen. Und der Nebel hat sich wieder verzogen und es wird nach heller. Sehr schön. Oh, ein Schwimmreifen. Den nehmen wir mit. Sicher ist sicher. Wir haben zwar eine Schwimmweste, aber ein Schwimmreifen ist nie verkehrt. Oh, der Eisverkäufer. Den treffen wir in jeder Folge. Hallo, Herr lieber Eisverkäufer. Oder lieber Herr Eisverkäufer, so rum. Oh, nicht so schnell. Wir wollen doch nicht so viel Eis. Der will uns wieder mit Eis füttern. Aber so viel wollen wir doch gar nicht. Aber trotzdem danke. Wir können ja noch ein Eis mitnehmen. So, das Fruchteis finde ich am allerliebsten. Vanilleeis ist auch gut. Oh weia, jetzt haben wir aber genug Eis gegessen. Nicht, dass uns schlecht wird. Uiuiui. Oh, die süßen Geschöpfe sind hier unter Wasser wieder. Die sind so putzig. Aber weiter mit uns. Unser Freund wartet auf uns. Der liebe Vogel. Und ein Ballon. Zerplatzt. Oh, eine Ananas. Sollen wir die mitnehmen oder direkt essen? Ananas ist super lecker. Sehr schön. Und weitere süße Tierchen. Habt ihr schon mal Ananas gegessen? Wenn ja, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und was ist eigentlich eure Lieblingsfrucht? So, dann mal weiter. Wir genießen wieder die tolle Atmosphäre hier. Oh, schaut mal. Hallihallo. Eine große Qualle. Die sieht ja toll aus und sie hat 8 Arme. Das ist eine ganze Menge. Und schwupps. Wir haben dich natürlich nicht übersehen, mein lieber Luftballon. Und immer weiter. Mal sehen.
da sind wieder Krebse. Und einer von ihnen trägt ein Kristall. Habt ihr das gesehen? Kriegen wir den? Oh, danke, du bist aber lieb von... Das ist echt lieb von dir. Der liebe Krebs hat uns ein Kristall geschenkt. Und hier ist nochmal ein Android. Oh, schaut mal. Hallihallo da drüben. Wie geht es dir? Wir haben wieder ein Geschenk. Magst du den Kristall haben? Gefällt dir, oder? Das ist wirklich toll. Du möchtest aber bestimmt auch ein Geschenk, oder? Das Eis ist auch toll. Schau mal, pack mal was aus. Oh, wow. Die Sonnenbrille ist genau das Richtige für dich. Das steht dir einfach am besten. Okay, dann mal weiter. Wir nehmen das Fernrohr mit. Falls wir auf Entdeckungsreise gehen und uns von Weitem etwas anschauen möchten. Und Schwimmreifen haben wir ja bereits. Und schaut mal im Hintergrund, am Horizont. Da ist wieder ein Schiff zu sehen. Hier sind viele Krabben. Und die süßen, komischen Meeresbewohner. Und eine Kokosnuss. Lecker schmeckt. Oh, die haben wir dann doch nicht ganz bekommen. So wie gedacht. Ich habe wieder viel Seegras, schaut mal. Auch sowas wächst unter Wasser. Das ist ziemlich interessant. Was es nicht alles gibt, oder? Ach, wir genießen die Atmosphäre. Oh, Flaschenpost gefunden. Was wir damit wohl machen können? Wir können sie leider nicht lesen, aber wir können sie wieder zurück ins Wasser werfen. Oh, der Pirat! Na, den haben wir schon ewig nicht mehr getroffen. Hallihallo! Ein Säbel. Dann hat er noch ein Kristall. Eine Krone. Komm, diesmal lasse ich dir die Krone aber da, oder? Du hast aber viele Kristalle. Das ist bestimmt alles sehr wertvoll, oder? Arr! Ich nehme einen mit. Danke, dass du so freundlich bist. Oder alle? Du willst sie wirklich nicht? Na gut, dann nehme ich sie mit. Vielen lieben Dank, du bist wirklich sehr nett zu uns. Aber die Krone gehört dir. Setz sie auf, wenn du mal magst. Also, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Der Pirat ist ziemlich lustig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt wollen wir aber weiter. Denn der Vogel wartet doch bereits auf uns. Wir wollen nicht zu spät sein. Mal sehen, ob wir hier unter Wasser noch etwas finden. Hm, gar nicht mehr so viel. Huiuiuiui. Okay, dann mal weiter. Oh, eine Möwe. Wir sind am Ziel angekommen. Juhu! Da vorne wartet irgendwo der Vogel bereits auf uns und ich freue mich, ihn zu sehen. Das ist aber eine schöne Stadt. Da ist er auch schon. Hallihallo. Na, alles gut bei dir? Oh, schön, wie er sich freut. Und wir trinken gemeinsam eine heiße Schokolade. Das ist lecker. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Let's Play. Rechts oben kommt zur ersten Folge von Sagominis Boote. Und rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach draufklicken. Und nicht vergessen, den Kanal unbedingt kostenlos zu abonnieren, damit ihr nie wieder Videos verpasst. Das macht ihr, indem ihr links auf das Katzensymbol klickt, wo der rote Pfeil zeigt. Bis dann!